Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 27 Minuten sind wir hier im Radio alleine und dann kommt die Fernsehnation auch zu uns. Wir haben Freitagnacht und Freitagnacht heißt freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Bitte beim Faxen nicht die Telefonnummer vergessen. Erste Anruferin bei mir heute Nacht. Hier ist die Diana, 23. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's? Und zwar rufe ich eigentlich im Anschluss zu deinem Telefonat von gestern Abend an. Zu dem Mädchen oder zu der Frau mit dem zweijährigen Kind, wo der Vater sich nicht kümmert. Das war die letzte Anruferin? Genau. Ja. Und zwar ist es bei mir, also ich bin in einer ähnlichen Situation, nur... ich frage mich, was sage ich meinem Kind, wenn es mich fragt, wo ist mein Vater? Wie ist die Situation? Also ich wurde schwanger. Ja. Ganz überraschend eigentlich auch. Zuerst wollte er es, dann ist er zu seiner Mutter gegangen, die hat gesagt, um Gottes Willen, Kinder, ihr verderbt euch euer Leben. Daraufhin wollte er es dann nicht mehr. Ja. Ich hatte schon den Abtreibungstermin, alles in der Tasche. Das war. Das heißt, er hat dich auch gedrängt dahin. Genau. Ja. Ja, das war, ich weiß noch ganz genau, der Tag, der Dienstag nach Rosenmontag war das vor 2 Jahren, sag ich mal so, ne? Ja. Und ich bin aber letztendlich nicht hingegangen. Ich habe Rosenmontag abgesagt, ich komme nicht. Ja, ja, habe mich für das Kind entschieden. Ja. Ganz still, so für dich alleine. Genau. Ja. Danach ist er dann auch gegangen. Nachdem du ihm gesagt hast, hier, ich will das Kind, hat er gesagt, dann will ich dich nicht. Ja, genau. Krass. Also ich trenne mich dann. Wie lange warst du mit ihm zusammen vorher? 2 Jahre. Dann ist er halt gegangen und ich bin hinterher gerannt wie eine Irre, ist ja ganz klar. Ne? Und er sagt immer so, nein, das geht nicht. Und ich konnte es nie verstehen, weil er selber ohne Vater groß geworden ist. Umso verständlicher, ja. Genau. Ich konnte es nie verstehen, dass er dann nicht... So, dann hat er sich getrennt von dir, bevor das Kind geboren wurde. Genau. Aber er kam, in der Schwangerschaft selber kam er immer zwischendurch mal wieder zurück. Sage ich mal so. Immer für eine Woche oder für 2 und dann hat er mir wieder irgendwas erzählt, irgendwelche Lügenmärchen. Und gleichzeitig hat er noch eine andere gehabt, das kam dann da raus. Und einen Tag nach der Geburt kam er dann wieder und hat dann gebittet und gebettelt bei meiner Familie, weil die alle ein schlechtes Bild von ihm hatten, ne? Ja. Dass sie ihn wieder annehmen. Ah, das heißt, er hat, das ist ein junge Mädchen? Mädchen. Ein Mädchen, er hat das Mädchen schon gesehen. Ja, er hat sie gesehen. Hat sie gesehen. Er kam einen Tag später, hat das von seinem Freund halt erfahren, dass die Kleine geboren ist, dann kam er ins Krankenhaus. So war es damals. Wie hat sich die Situation denn nun bis heute entwickelt? Wie oft hat er sie seitdem gesehen? Er war nach der Schwangerschaft, war er, wie gesagt, wieder hier, aber nur für einen Monat. Ja. Und danach hat er sie vielleicht noch 3-mal gesehen. Und das war's? Das war's. Kein Anruf, kein Besuch? Gar nichts. Gar nichts. Er sagt zu seiner Schwester, entweder ganz oder gar nicht und ich nehme es gar nicht. Was heißt ganz oder gar nicht? Was bedeutet ganz? Entweder er hält sich immer dran und kommt regelmäßig oder gar nicht und er kommt gar nicht. Aber er hat doch dann schon, wenn auch nur kurz, eine Beziehung aufbauen können zu dem Kind. Eigentlich schon, aber er wollte es nie. Also die letzten Male, als er dann bei euch war, bei dem Kind, hast du das Gefühl gehabt, dass sich sein Herz da schon irgendwie regt? Und nein. Gar nicht. Für mich war es einfach nur, also ich habe immer gedacht, dass es nur für die Umwelt war. Ja, ich kümmere mich um mein Kind und deswegen gehe ich wieder zurück. Jetzt meldet er sich bei dir auch nicht. Du weißt, weißt du, was er macht überhaupt? Hat er eine Freundin? Ja, er hat eine Freundin mit 2 Kindern jetzt. Aha. 2 Mädchen. Aber die Kinder hat die Freundin mitgebracht? Wirklich? Genau. Ja, die hat sie mitgebracht. Und er lebt jetzt wohl mit ihr zusammen. Ja. Aber ich weiß nicht wo, also ich weiß nicht, wo die wohnen oder sowas. Ach, da geht das dann plötzlich mit den Kindern. Ja, komischerweise. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das ist schon eine schlimme Sache, finde ich. Ich finde es einmal schlimm, das Kind betreffend. Ja. Und einmal auch, finde es immer schlimm für die Frauen. Wenn man vorher 2 Jahre gut zusammengelebt hat und hatte das Gefühl, das ist eine intakte Beziehung, und dann verlassen wird, weil man schwanger wird.
Ja, am Anfang war es auch sehr schwer, sag ich mal. Aber du hast es jetzt überwunden, für dich zumindest. Ja, ich habe es für mich überwunden, ja, weil ich mache es einfach nicht mehr mit. Ich habe mein eigenes Leben und das ist so kurz. Irgendwann habe ich mal begriffen, dass mein Leben so kurz ist irgendwo, ne? Dass man jeden Moment genießen muss. Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, die du da stellst. Was sage ich irgendwann meinem Kind? Bald, jetzt ist das Kind 2 Jahre, ne? Ja, sagst du? Ja, 17 Monate. Ja, irgendwann wird sie anfangen zu fragen. Genau, ich habe mir so gesagt, ja gut, Mama und Papa haben sich nicht mehr geliebt, sie sind auseinandergegangen, ist okay, ne? Mhm. Aber was sagt man, wenn sie fragt, warum kümmert er sich nicht mehr um mich? Warum akzeptiert er mich nicht? Warum will er mich nicht sehen? Warum interessiert er sich nicht für mich? Die Fragen werden kommen. Irgendwann werden die kommen. Die kommen jetzt noch nicht am Anfang, aber am Anfang kannst du das noch abfedern, indem du sagst, naja, wir haben uns getrennt und der Papa ist... Das ist wirklich schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ob man da... es gibt natürlich so Möglichkeiten, dass man eine Weile sich mit einer Lüge über Wasser hält. Ja, aber das will ich auch nicht. Nee, nee. Und dann wenn die Lüge rauskommt, dann stehe ich auch schlecht bei meiner Tochter. Mhm. Andere Frage ist auch mit den Fotos zum Beispiel. Wir haben ja auch gemeinsame Fotos. Er war ja noch einen Monat da. Nehme ich sie raus aus dem Fotoalbum oder nicht? Also jetzt nach meinem Herzen würde ich sie gerne rausnehmen. Das würde ich wiederum nicht tun. Ich glaube, dass sie schon zumindest ein Recht darauf hat zu wissen, wer ist der Erzeuger, wie sah er aus, was war damals. Vielleicht ist so die beste Methode, wenn du es ihr wirklich sehr vorsichtig beibringst, dass die Wahrheit so Schrittchen für Schrittchen in ihr Bewusstsein kommt, dass du am Anfang sagst, ja, wir haben uns halt getrennt und der Papa ist weg. Und wenn irgendwann die Fragen kommen, warum kümmert er sich nicht um mich, dann musst du sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, aber meinst du nicht, dass wenn ich zum Beispiel, ich denke mal, wenn sie ein bisschen größer ist und gerade um den Abend so abzuschließen oder so, guckt man sich schon mal gerne Fotos an oder bei besonderen Tagen, dass man dann die Bilderalben rausholt und halt erzählt, wie sie war oder ne, auch wenn sie 4 ist oder 5, da haben meistens Kinder Spaß dran, sich selber zu sehen und dann was von der Mami zu hören, wie sie halt war. Und wenn sie dann auf einmal ihren Vater sieht, meinst du nicht, das ist ein bisschen vorm Kopf gestoßen? So denke ich dann wieder wegen den Fotoalben irgendwo. Du meinst, dass die vor allen Dingen jetzt, wenn sie dann noch so jung ist, dass diese Wahrheit dann zu schmerzlich ist oder zu schlimm für sie ist. Ja, ist was dran, ist was dran, ja, in der Tat. Dass dann einfach so rauskommt. Du musst sie ja nicht gleich wegschmeißen, die Fotos, aber vielleicht erstmal weglegen, dass sie später irgendwann sieht, wenn sie älter ist und das Ganze vielleicht verstehen kann. Ja, du hast recht. Ja, ja, finde ich auch. Aber vielleicht ist wirklich dieses langsame Heranführen an die Wahrheit der beste Weg, als wenn sie irgendwann mit 14 oder so frontal konfrontiert wird mit dieser traurigen Wahrheit, dass ihr Vater sie einfach nicht will und sich nicht dafür interessiert. Ja, frag mich nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich bin auch immer fassungslos, wenn ich sowas höre. Und ich weiß nicht, was ich ihr dann sagen soll. Sie wird sagen, warum? Und ich habe keine Antwort. Ja, dann antworte das auch so. Was willst du da rumlügen? Ja, das stimmt, ne? Es gibt so viele Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern. Was traurig genug ist. Diana, Dankeschön. Geh mal so vor. Machen wir. Und kümmere dich schön und gut, aber da habe ich keine Bedenken um dein Mädel. Ja, mach. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. 0800 5678 111. Und die Nummer hat auch gewählt die Sabine und die ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Sabine, hallo. Hallo. Ja, ich grüße dich. Hörst du mich? Ja, ich höre. Das ist gut. Um was geht's? Ich bin sexuell missbraucht worden. In welchem Alter? Von vor der Grundschule bis 15. Vor der Grundschule bis 15? Das heißt ja 10 Jahre ungefähr. Von wem? Von meinem Vater und später auch von meinem größeren Bruder. Von dem Vater und von dem Bruder? In der Familie quasi? Ja. Wie viele Kinder gab es sonst noch? Wir waren nur zu zweit, mein Bruder und ich. Hat die Mutter das mitbekommen? Ich unterstelle ihr mittlerweile, dass sie es mitbekommen haben muss, aber sie hat sich nie dazu in irgendeiner Weise geäußert. Sie hat es nie irgendwie wahrgenommen. Was heißt genau sexuell missbraucht? Was hat der Vater, reden wir erstmal über den Vater, was hat der Vater genau mit dir gemacht, mit dir damals, als du ein kleines Kind warst? Ich meine, er hat schon immer irgendwelche sexuellen Untertöne gehabt. Es war immer so, dass ich mit Papa zu duschen hatte als Kind und Mama sich halt um den Sohnemann gekümmert hat. Und dann ging es halt von gemeinschaftlichem Einseifen bis hinterher wirklich zum Geschlechtsverkehr. Mit dem Vater? Mhm. Und später auch Geschlechtsverkehr mit dem Bruder? Mhm. Wie viel älter ist der Bruder?
Der Bruder ist ein Jahr älter. Ach, nur ein Jahr? Mhm. Und dennoch ist das dann passiert, als du älter warst oder als ihr älter wart? Ja. Und ist das im Beisein des Vaters passiert? Nein. Nein. Ich meine, ich bin jetzt in der Therapie und wir überlegen auch, warum mein Bruder es getan hat, weil mich das einfach interessiert. Mhm. Und die einzige für mich logische Erklärung ist halt, dass er es entweder bei meinem Vater mitbekommen hat oder es vielleicht sogar selbst erlebt hat. Das ist ein Gedanke, der gefällt einem nicht, weil im Endeffekt ist er dann ja auch nur Opfer meines Vaters. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite entschuldigt auch Opfer sein eine Täterschaft einfach nicht. Nein. Hast du mit ihm darüber geredet, heute, nachdem ihr jetzt erwachsen seid? Nein. Habt ihr überhaupt einen Kontakt miteinander? Unsere Anwälte streiten sich. Also die Anwälte von mir und meinem Vater halt. Ja, ich meinte jetzt du und dein Bruder. Nein. Auch kein Kontakt. Der hat mir so viel angetan, ich möchte den Kerl am liebsten im Leben nie wiedersehen. Ich bin auch deswegen vom Ruhrgebiet nach Bayern gezogen. Wann fing das denn mit dem Missbrauch von Seiten des Bruders an? Wie alt warst du da? Ich meine, es hat ganz normal halt mit diesen Doktorspielchen im Grundschulalter angefangen und es wurde dann halt auch immer brutaler. Bei ihm war es nicht hauptsächlich sexuell, sondern hauptsächlich brutal. Was heißt brutal? Er hat mir zum Beispiel mit einer Nagelschere die Schamlippen eingeschnitten. Und das hat deine Mutter nicht wahrgenommen, nicht mitbekommen? Nein. Meine Mutter wollte nach außen die perfekte Familie und die hat sie verteidigt wie eine Löwin, egal was innen drin vorgefallen ist. Du bist mir gerade direkt durch den Kopf geschossen, als du gesagt hast, fast 10 Jahre von einem eigenen Vater missbraucht und dann später von einem etwas älteren Bruder auch. Haben die immer mit Kondom? Nein, ich war zweimal schwanger. Du warst auch noch zweimal schwanger? Mhm. Ich habe im Alter von 13 Jahren eine Abtreibung in Holland erleben dürfen, in der 16. Woche. Und da warst du schwanger von dem Vater vermutlich? Mhm. Ja. Und wie ist damit deine Mutter umgegangen? Davon hat sie auch nichts erfahren. Wer hat dich denn nach Holland geschafft? Mein Vater hat mich einfach eingepackt und ist mit mir halt Sommerferien, wir fahren nach Holland einkaufen. Ja. Ist ja vom Ruhrgebiet aus nicht weit. Und dann hat er mich irgendwo mit ein paar Geldscheinen, die ein paar Typen in die Hand gedrückt hat, in irgendeiner schwarzen Klinik halt abgegeben. Woher wusste er, dass du schwanger warst? Ich war im 4. Monat schwanger. Das hat man schon gesehen, wenn man den Verdacht gehabt hat. Im 4. Monat ist das Kind auch schon fast 20 Zentimeter groß. Und du warst zweimal schwanger? Mhm. Das zweite Mal, wie alt warst du da? Da war ich 15. Aber da habe ich das Kind auch im 3. Monat verloren. Auf ganz natürliche Weise. Und da war ich auch froh drum. Sabine. Das haut mich völlig um, was du erzählst. Heute bist du 24 Jahre alt. Mhm. Hast deinen Vater angezeigt? Nein. Ich habe ein Unterhaltsverfahren laufen. Wir klagen nur um Geld. Ach so. Warum hast du ihn nicht angezeigt? Weil ich ihm nichts nachweisen kann. Ich habe das mit meinem Anwalt durchgesprochen, der auch die Unterhaltsklage macht, aber es bringt nichts. Mhm. Ich werde mich da so ins eigene Fleisch schneiden. Und das Gleiche betrifft dann auch den Bruder, meinst du? Mhm. Man hat keine Zeugen und dann ist es halt immer so eine Sache und dadurch, dass es dann halt durch zwei Personen in der Familie war, wirkt es halt für den Richter noch unglaubwürdiger und ohne Fakten wird ja eh nichts verurteilt im deutschen Recht. Und wie alt warst du, als du aus dem Höllenhaus rauskamst? Ich bin 3 Wochen vor meinem 18. Geburtstag endlich ausgezogen. Auf Eigeninitiativ? Ich habe mich mit meinem Vater ein bisschen gestritten und dann habe ich endgültig die Chance gehabt, meine Koffer zu packen, weil er gesagt hat, ich solle verschwinden. Mhm. Er hat dann aber so ab deinem 15. Lebensjahr, wenn ich das gerade so richtig gerechnet habe, hat er aufgehört, dich zu missbrauchen. Dann ist es langsam zurückgegangen, ja. Mhm. Wie oft gab es so diesen Missbrauch während der vielen Jahre in der Woche? Teilweise bis zu 3-mal täglich. Teilweise habe ich auch mal 1-2 Wochen Ruhe am Stück gehabt, aber man konnte sich eigentlich fast abends darauf einstellen. Das war halt einfach ein Ritual. Das hat einfach dazu gehört. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Als Kind merkt man es nicht. Ich habe bis vor kurzem immer noch es nach außen verteidigt und habe gesagt, mein Vater durfte es. Er ist ja schließlich mein Vater. Mhm. Wenn man sowas erstmal begreift, dass man sich selber in die Tasche lügt, das ist grausam. Ich glaube, in einer solchen Situation, dass die Betroffenen eine vollkommene Verdrängung praktizieren. Ne? Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in einer Therapie? Jetzt erst seit 3 Monaten. Erst seit 3 Monaten? Warum hat das so lange gedauert? Weil ich so lange gedacht habe, ich komme damit selber klar und so schlimm war es ja auch gar nicht. Und bis man dann irgendwann mal von Leuten, die man näher an sich ranlässt, mal aufgezeigt bekommt, wie viel eigentlich kaputt ist.
Wer war der wichtigste Ratgeber für dich, der bewirkt hat, dass du jetzt in eine Therapie gegangen bist? Mein bester Freund. Dein bester Freund. Hast du denn auch einen Freund? Nein. Hattest du schon mal einen Freund? Ja. Und ich habe irgendwann eingesehen, dass es nichts bringt. Jedenfalls momentan nicht. Ja, das heißt, du hast bisher überhaupt noch keine schöne Sexualität erleben können? Nein. Ich krieg dabei direkt Panikzustände. Ich kann nicht mal mehr von Leuten in den Arm genommen werden, weil ich dabei schon Panik kriege. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich habe zu Hause nie Geborgenheit erfahren und das, was ich mir eigentlich immer wünsche, ist, dass ich irgendwen habe, der mich in den Arm nimmt. Und wenn man sich irgendwas wünscht und es sich selbst wiederum nicht erlauben kann, wenn man davor Angst hat, ja. Ist das ein ziemlicher Zwiespalt in der Seele. Deine beiden Eltern leben noch, beide? Ja. Du hast gar keinen Kontakt vermutlich zu beiden? Nein. Zu der Mutter auch nicht? Nein. Welche Gefühle hast du zu den Leuten? Ich habe meine Mutter bis vor kurzem immer noch in Schutz genommen. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, wie man es hier in Bayern so schön sagt, man soll zu einem Straßenrand stellen und erschießen. Sie muss es mitbekommen haben. Ja. So viel kann die sich nicht in die Tasche gelogen haben. Ich meine, mein Bruder hat auch noch Drogen genommen. Das hat sie sich recht gut in die Tasche gelogen. Da würde ich ihr sogar heute abnehmen, wenn sie sagt, sie hat es nicht mitbekommen. Weil sie hat auch Verdrängungsmechanismen und ich habe an mir selbst ja gemerkt, wie gut Verdrängungsmechanismen im Körper funktionieren. Du hast aber mit ihr aber auch nie ein offenes Wort gesprochen. Nein. Vielleicht wird das irgendwann möglich sein. Ich denke, sowas ist erst möglich, wenn mein Vater tot ist. So hart, wie es sich anhört, aber... Du wünschst ihm den Tod? Irgendwo schon, ja. Dann habe ich endlich meine Ruhe, dann kriege ich das, was ich möchte, nämlich mein Geld. Weil mit Unterhaltsverfahren nagelt man sich ja im deutschen Recht auch fest. Ich sitze zu Hause, ich darf nichts tun. Ja. Das Sozialamt streckt das Geld vor. BAföG wird nicht gezahlt, weil der Unterhaltsanspruch nicht geklärt ist. Und mein Vater zahlt keinen Unterhalt und ich darf nicht arbeiten, keine Ausbildung, kein gar nichts. Und so sitze ich die besten Jahre meines Lebens rum und hoffe darauf, dass sich irgendwas tut. Aber es hat sich schon sehr viel getan, finde ich. Nämlich die Tatsache, dass du eigeninitiativ dich für eine Therapie entschieden hast. Das finde ich einen unglaublich wichtigen Schritt für dein Leben. Gepaart mit eben der Erkenntnis, dass man, wenn man so eine Hölle erlitten hat, dass man das nicht alleine schafft. Das finde ich gut. Das finde ich absolut respektabel auch, dass du das geschafft hast. Und es wird auch noch sehr schwer sein, die nächste Zeit, all das zu durchleben nochmal, zu besprechen in der Therapie. Ich merke es, ich bin noch im Internet in einem Selbsthilfeforum. Ich möchte sie auch alle mal grüßen. Und da helfen wir uns auch recht viel untereinander. Und ich muss sagen, sowas gibt einem auch verdammt viel Halt, weil ich meine, Therapeuten sieht man einmal in der Woche. Mein Selbsthilfeforum habe ich, sobald ich meinen Rechner anmache. Das ist auch wichtig, wenn es einem halt mal schlecht geht und so. Es gibt Leute, die verstehen einen einfach, weil sie dasselbe durchgemacht haben im Endeffekt. Ja, deswegen finde ich auch so sehr wichtig, dass du hier anrufst und angerufen hast und mit mir sprichst. Denn ich glaube, es gibt so viele in gleichermaßen betroffene Menschen, mehr oder weniger, wie du es bist, die sich nicht trauen, die nicht trauen, das zu sehen, was passiert ist, so wie du es gerade schon gesagt hast, und die sich schon gar nicht trauen, irgendwie zu einem Psychologen zu gehen oder in eine Selbsthilfegruppe. Ich meine, vor allem, wenn man wirklich den Kontakt zu Menschen scheut, ich habe da auch Probleme, mich irgendwie mit Gleichbetroffenen in den Raum zu setzen. Ja. Weil die sind einem erstmal alle fremd, aber ist das, im Internet? Internet hilft da. So, ja. Okay, es hat auch seine Gefahren, aber... Also, Sabine, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass der Therapeut, bei dem du bist, oder die Therapeutin. Der Therapeut. Zu dem hast du ein gutes Verhältnis. Ja. Das ist eine Vertrauensebene. Dann wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass du auf dieser Vertrauensebene ganz intensiv arbeiten wirst können mit ihm, damit du das einigermaßen in irgendeiner Weise schaffst zu verarbeiten, was dir da in deiner langen Kindheit, in all diesen langen Jahren angetan wurde. Herzlichen Dank. Möchtest du vielleicht auch noch jetzt so als ein Nachgespräch mit meinem Psychologen führen? Gerne. Ja, das ist der Johannes heute Nacht. Du legst auf und Johannes ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute, Sabine. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte eigentlich auch gerne heute Nacht noch mit euch über den Grand Prix reden, über die deutsche Vorentscheidung, die wir ja alle gesehen haben oder viele von euch sich auch gesehen haben. Wie fandet ihr das? Findet ihr, dass diese rote Frau, genannt Lou oder wie auch immer, dass die eine gute Repräsentantin unseres Landes ist?
bei dem Grand Prix? Oder hattet ihr einen anderen Favoriten? Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen an der gesamten Präsentation und so weiter? Also wenn ihr dazu gerne mit mir reden wollt, ich würde gerne mit euch darüber reden, dann können wir das machen. Natürlich über alle anderen Themen auch weiter. 0800 5678 111. Benjamin, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Jo. Grüße dich. Du, ich habe vor ungefähr 2 Jahren schon mal mit dir gesprochen. Mhm. Und zwar habe ich dir erzählt, dass ich eine ganz komplizierte Operation hatte. Und zwar im Gehirn. Da wurden mir 2 Elektroden ins Gehirn implantiert. Ja. Und 2 Batterien. Und die sollten gegen ganz starke Verkrampfung und Unruhezustände halten. Es dämmert so ein bisschen. Ja. Ist aber schon eine Weile her, ne? Das ist eine Weile her, ja. Und das habe ich dir damals erzählt, dass ich auch blind gewesen bin und nichts mehr sehen konnte. Mhm. Und als dann diese Elektroden im Gehirn aktiviert wurden, konnte ich wieder sehen, so eine Lichterflut. Das heißt, du kannst heute wieder ganz richtig sehen? Ja. Und warst vorher vollkommen blind? Ja. Ganz schwarzblind, wie man sich das so vor... warst du eigentlich von Geburt an blind? Nein, das war ich nicht, sondern diese Erkrankung, die ist mit 9 Jahren aufgetreten. Sag mal den Namen von der Erkrankung. Das ist eine generalisierte Dystonie. Ja. Ja. Eine Gehirnerkrankung. Hm? Eine Gehirnerkrankung. Richtig. Ja. Mhm. Allerdings sind die Ursachen unbekannt. Mhm. Und ja, und dadurch konnte man auch überhaupt nichts machen. Ja. Außer diese Operation, was dann so ein Experiment war. Was eine Riesensache war, ne, diese Operation. Ja, das war eine 24-stündige OP. Ja. Sind diese ganzen Sachen noch immer in deinem Kopf? Ja. Sind diese Batterien nicht irgendwann mal leer? Doch, die sind leer auch und die müssten alle 3 Jahre ausgetauscht werden. Durch den operativen Eingriff. Das heißt, das steht bald wieder an, oder wie? Ja, das Schlimme jetzt eben ist, dass ich nach dieser OP wieder völlig gesund war. Ich konnte vorher wieder essen, trinken, sprechen, sitzen oder laufen. Mhm. Und danach, ein halbes Jahr später, war wieder alles in Ordnung. Also ich war wieder völlig gesund. Und jetzt geht es auf unerklärliche Art und Weise leider wieder ganz stark rapide runter. Aber ist es denn nicht ganz erklärlich, weil die Batterieleistung nachlässt? Nein, diese Batterien wurden schon mal ausgetauscht. Ach so. Ja, die wurden schon mal ausgetauscht und es hat sich keine Verbesserung gezeigt. Und dann... Wie ist der Zustand des Sehens im Moment? Der ist jetzt, das ist das Einzige, was gut geblieben ist. Allein das stelle ich mir schon wahnsinnig vor, wenn man erblindet war und nach einer Operation aufwacht und man kann wieder sehen, das muss doch unglaublich sein. Ja, ist es auch. Das muss ein unglaubliches Glück sein. Es ist Wahnsinn. Ne? Es ist Wahnsinn, es ist ein Wunder. Also es ist unglaublich. Also da hat auch kein Arzt irgendwie damit gerechnet, beziehungsweise mir irgendwelche Hoffnungen gemacht. Ja. Denn das Ganze war nur ein Experiment. Verstehe ich dich recht, dass du jetzt natürlich in großer Sorge bist, dass alles sich wieder rückwärts entwickeln könnte, bis hin zu dem Sehen. Richtig. Mhm. Und das ist natürlich furchtbar. Mhm. Der Zustand vor dieser OP beschreibt dir noch mal zusammenfassend. Also du konntest nicht sehen. Nein. Was war noch? Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht essen, nicht trinken. Ich konnte nicht sitzen oder liegen, also ich konnte nur auf einer Decke auf dem Fußboden liegen und quasi so vor mich hinkrampfen, aber mich nicht nach außen hin äußern. Das ist ja unglaublich, ne? Wenn das danach dann besser wird. Richtig. Und danach, wie gesagt, es ist dann nach einem halben Jahr, war alles wieder da. Also es war wieder komplett wie gesund. Was sagen denn deine Ärzte jetzt, wie das weitergehen soll? Sie wissen es nicht. Mhm. Und das Problem ist ja auch, dass diese Form, so wie ich sie habe, momentan 3-mal weltweit bekannt ist. Eine ganz seltene Krankheit, das heißt ganz wenig Forschung findet statt, weil man da keine Kohle mit verdienen kann. Das ist das Problem. Wie ist denn, wir haben gerade den Zustand von dir beschrieben bekommen vor der ersten OP. Mhm. In der Zustand hörte sich ja dramatisch an. Ja. Wie ist es jetzt? Also sehen kannst du, sprechen kannst du auch sehr gut, wie ich finde. Ja. Wie ist es so mit den anderen Sachen? Jetzt ist es
Laufen geht nicht mehr, weil die ganzen Beine sich verkrampft durchstrecken. Mhm. Und das Sitzen ist unglaublich schwer, weil einfach jetzt wieder der gesamte Körper am Zucken und am Wackeln und am Krampfen ist. Mhm. Und das macht mir natürlich furchtbare Angst. Das glaube ich. Ja. Vor allen Dingen, es gibt wahrscheinlich auch keine Selbsthilfegruppen dafür, ne, wenn es so wenige Menschen nur haben. Es gibt Selbsthilfegruppen und zwar gibt es, muss man etwas unterscheiden. Ich habe eine sogenannte generalisierte Dystonie. Ja. Und es gibt sogenannte fokale Dystonien. Ja. Und diese fokalen Dystonien, die beschränken sich immer nur auf einen Körperteil. Mhm. Und davon gibt es natürlich mehrere Patienten. Ach so, verstehe. Ja. Das ist dann meinetwegen nur ein Krampf im Arm oder im Augenlid oder im Stirnband. Das kann alles sein. Und ich habe eben das Pech, eben diese, wie der Name sagt, generalisiert, dass der ganze Körper betroffen ist. Also jeder eins. Ja, Benjamin, jetzt bin ich ganz ratlos. Mhm. Was können wir dir irgendwie helfen? Ich weiß es. Das Schlimme, mein eigentlicher Anruf, was mir jetzt so auf der Seele liegt, ist auch, ich habe vor jetzt anderthalb Jahren eine Freundin kennengelernt und es war wirklich meine erste große Liebe. Mhm. Da ich ja das Leben zuvor, ich hatte ja überhaupt keine Kindheit, keine Jugend, keine Erfahrung mit Mädchen oder Sexualität. Und das war also wunderschön für mich jetzt. Und ihre Eltern allerdings sehen das gar nicht so, weil die auch ganz stark mich verurteilen, dass ich auch diese Operation gemacht habe, weil sie sagen, das sei ethisch nicht vertretbar gewesen. Weil Gott hätte sich schon was dabei gedacht. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Ja. Was für ein Quatsch. Was für ein Unsinn. Wie schlimm. Ja. Und haben so stark jetzt ihre Tochter auch manipuliert damit, dass sie jetzt mich vor einer Woche verlassen hat. Ach du lieber. Benjamin, ich würde mal vorschlagen, das ist jetzt so umfassend alles, was du erzählt hast. Ja. Ich würde gerne, dass du in Ruhe mit meinem Psychologen darüber sprichst. Mhm. Das ist der Johannes heute Nacht. Mhm. Du kennst das Verfahren, das du auflegst und wir dich gleich wieder anrufen. Ja. Und ich kann eigentlich nur sagen, dir von ganzem Herzen alles Liebe und Gute wünschen. Und ihr könnt jetzt in Ruhe reden, ihr beiden. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, was meinst du denn? Benjamin, ich unterbreche mich eben ganz kurz, weil ich die Fernsehzuschauer begrüßen möchte. Ja. Ja? Okay. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu sehr später Stunde. Wir haben hier natürlich im Radio schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt aber auch da seid. Und wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, noch in der letzten halben Stunde, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich bin jetzt noch verbunden mit Benjamin. Und der Benjamin wollte mich noch was fragen und das kann er jetzt auch gerne tun. Ja, Jürgen, dann wollte ich fragen, kannst du mir dann vielleicht auch noch einen Rat geben, wie ich jetzt auch mit dieser Sache mit meiner Freundin da umgehen kann? Mhm. Also das ist ja jetzt einmal diese Belastung, dass ich furchtbare Angst habe, dass das alles wieder wird wie früher. Ja. Und dazu jetzt nochmal die psychische Belastung mit dieser Freundin, ja, die sich so manipulieren lässt, einfach nur durch diesen Unsinn, dass das nicht ethisch sei. Ich meine, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich auf kurz oder lang irgendwie erstickt. Mhm. Ja, ich halte das für ganz schlimme Aussagen dieser Leute, wo man sicher jetzt auch nicht so ganz knapp sagen kann, geh so und so und so damit um. Ist die Trennung jetzt definitiv? Ja. Die ist definitiv, ja. Und sie will auch nicht mit mir reden. Mhm. Und sie sagt mir auch nicht ihren Grund, warum sie das nicht will. Ja, das heißt, du musst dieses jetzt auch noch aushalten und damit irgendwie versuchen, damit umzugehen. Mhm. Ich würde sagen, das packen wir auch zu dem Gespräch mit dem Johannes, weil ihr wirklich in Ruhe dann das Ganze erörtern könnt. Ja. Sollen wir das so machen, Benjamin? Ja, gerne. Von meiner Seite aus alles Liebe und alles Gute für dich. Danke dir. Tschüss, Benjamin. Ne? Tschüss. So, meine Lieben. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Ich habe hier gerade im Radio schon gesagt, dass ich sehr gerne mit euch, mit dem einen oder anderen noch über den Grand Prix reden würde wollen. Also die deutsche Vorentscheidung. Wie fandet ihr das denn gerade?
Findet ihr, dass Frau Lu die richtige Repräsentantin ist für unser Land beim Grand Prix? Oder seid ihr entsetzt darüber, wie es entschieden wurde? Hattet ihr einen Favoriten? Oder fandet ihr die ganze Veranstaltung zum Schnarchen? Mir ging's eher so, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr euch dazu noch äußern wollt, macht das. Jetzt ist aber erstmal Petra dran und Petra ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Petra, um was geht's? Ja, den Grand Prix habe ich übrigens auch geguckt. So, aber du hast wegen was anderem angerufen. Ja, genau. Fangen wir damit mal an. Ja, ich wollte mit dir reden über das Thema multiple Persönlichkeitsstörung. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, sag mir was. Sagt es leider nichts und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich immer mehr aus meiner Umwelt zurückgezogen habe, weil ja viele Leute einfach nicht damit umgehen können, man es auch nicht erklären kann. Das heißt, du hast so eine Störung? Ja. Jetzt wollen wir mal versuchen, das für die Leute, die das nicht so kennen, dieses Phänomen zu erklären. Ich sage es mal ganz profan. Es leben in dir, in deiner Seele, in deiner Psyche mehrere Charaktere. Ja, genau. Mehrere Personen. Ja. Die führen quasi alle so ein eigenständiges Leben. Ja, genau. Und du switcht immer so zwischen diesen Charakteren hin und her. Genau. Wie viel Charaktere leben in dir? Ganz genau kann man es nicht sagen. Also vermutlich inzwischen 15 bis 20. 15 bis 20. Mhm. Sind das ausschließlich Frauen oder ist es gemischt? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht wirklich. Ich habe manchmal, also diese Persönlichkeiten unterhalten sich manchmal in meinem Kopf. Das hört sich jetzt sehr verrückt an, ich weiß. Aber es ist so. Und manchmal habe ich den Verdacht, beziehungsweise die Vermutung, es wäre eine männliche Stimme dabei, aber das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Mit wem spreche ich denn eigentlich jetzt im Moment? Jetzt im Moment mit der, ja, wie sagt man, Hauptperson, Primärpersönlichkeit, diejenige, die, ja, die am häufigsten da ist. Ja, würdest du sagen, dass du, mit der ich jetzt spreche, bist du das eigentliche Ich dieser Person, Petra? Ja, ich denke schon. Ja, und die anderen sind so Nebengestalten? Ja. Ja, kannst du mit diesen Nebengestalten auch Kontakt aufnehmen? Geht das auch so eine Querverbindung, Querkommunikation? Da möchte ich irgendwann hinkommen, aber da bin ich noch nicht. Könnte es sein, dass während unseres Gespräches jetzt eine andere Person plötzlich in den Vordergrund tritt? Theoretisch wäre das möglich, aber ich denke eher nicht, dass es passiert. Ja, das heißt, du hast dich bei so offiziellen Anlässen, das ist ja jetzt was Offizielles, so ein Gespräch hier, so im Griff, dass die Hauptperson dominiert. Es kommt schon immer ein bisschen drauf an. Also wenn ich zu sehr unter Stress gerate oder in Stress gerate oder zu sehr unter Druck stehe oder irgendwelche Dinge oder irgendwelche Themen kommen, die jetzt irgendwie zu emotional sind, dann kann es schon passieren, dass ich dann einfach ja aussteige, in Anführungszeichen. Das ist ja schon eine sehr verrückte Sache. Ja. Und viele Leute, die das zum ersten Mal hören, die werden denken, was ist das? Ist das so eine Art Schizophrenie? Aber es ist was ganz anderes, ne? Ja. Du bist, sagte ich jetzt, 32. Mhm. Wann hast du bemerkt, dass da mehr in dir los ist, als es eigentlich normal ist? Bemerkt erstmals, als ich 25 war, also 1995. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das nicht weiß, dass es so ein Phänomen, so ein psychologisches Phänomen gibt, und du wusstest es ja nicht, dass man da erstmal Angst hat. Ja, man traut sich auch nicht. Also man hat auch irgendwie Angst, sich mitzuteilen, weil man nicht weiß, in was für eine Schublade man gesteckt wird. Aber wie merkt man das denn, dass da mehrere Personen sind? Bei mir hat es angefangen, dass mir Zeit gefehlt hat. Anfangs habe ich gedacht, na ja gut, man kann ja mal was vergessen. Ja. So halt. Und das war dann aber die Zeit, wo eine andere Person irgendwas tat. Ja, genau. Genau, das heißt, du kannst dich, du, jetzt die Hauptperson, Petra, kannst dich nicht unbedingt daran erinnern, was irgendeine Nebenperson vielleicht heute Nachmittag eine Stunde lang gemacht hat. Nein, nie. Das ist unheimlich. Ja, das macht einfach auch Angst, weil es auch sehr viele Persönlichkeiten gibt, die nicht gerade wohlwollend mit mir umgehen. Die auch, was weiß ich, Verbrennungen, Schnittwunden. Es gibt eine Persönlichkeit, die legt sich liebend gerne auf Zugschienen und Woher weißt du das? Hat man dir das irgendwann erzählt? Oder?
also die Verletzung, das war auch so ein Grund mit in der Anfangszeit, dass einfach Selbstverletzungen aufgetreten sind, an die ich mich nie erinnern konnte. Gut, aber die siehst du irgendwann an deinem Körper. Ja, genau. Weil ihr ja einen Körper habt. Aber die tun mir aber nie weh. Ja, woher weißt du, dass die andere Person, also sich mit deinem Körper, so muss man es ausdrücken, auf ein Bahngleis legt? Weil vermutlich eine andere Persönlichkeit dann rechtzeitig da ist, bevor der Zug über mich drüber fährt. Mhm. So. Also das Krasseste, was ich erlebt habe, war das wirklich, dass ich den Zug habe kommen sehen. Ich kam nicht so schnell weg von den Schienen. Mhm. Und er ist dann aber an der Weiche in die andere Richtung gefahren. Mhm. Also da habe ich echt fast einen Herzklappenflash gekriegt. Ja. Ich habe gerade so eine Assoziation, wie man das vielleicht ganz gut erklären oder verstehen kann. Mhm. Dass es sowas Ähnliches ist wie ein Schlafwandler. Der tut auch etwas und die Hauptperson weiß das gar nicht in dem Moment. Hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber ja. Ich hatte gerade so die Verbindung im Kopf. Ja, vielleicht ist es für manch einen dann verständlicher. Ja, ist es dir schon passiert, dass Menschen von außen sich angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, was hast du denn gestern da gemacht? Und du weißt überhaupt nicht, was die meinen. Ja, ja, das ist halt auch der Grund gewesen, warum ich kaum noch, ich habe also hier in der Stadt, in der ich lebe, überhaupt keine Freunde mehr, null. Mhm. Und ich habe es während einer Umschulung gehabt, dass ich eine Klausur schreiben wollte. Ja. Und diese Klausur dann eine Sechsjährige geschrieben hat. Natürlich nichts geschrieben hat. Da waren dann Häuser gemalt und Bäume und ein paar Blumen. Und ich dann ziemlich einen Stress mit diesem Dozenten hatte, weil ja. Er dachte, geht's noch? Ja, ja. Das heißt, du weißt schon beispielsweise das Alter einer Person. Da ist in dir auch eine Sechsjährige. Das weiß ich, aber das weiß ich nur von Außenstehenden, die diese Sechsjährige erlebt haben. Ach so. Und bei dieser Klausurphase war es halt so, dass die Sechsjährige ihren Namen drunter gesetzt hat. Hm. Also es ist schon auch so, dass die Persönlichkeiten zum Teil Namen haben. Hast du nicht Angst vor jedem neuen Tag oder vor jeder Nacht? Ja. Dass wieder irgendwas passieren ja. kann und... Du weißt auch nie, wie lange diese Zeitzonen sind, in denen die anderen Personen leben. Also das kann eine Stunde sein, das kann ein Tag sein oder... Ich bin jetzt erwerbsunfähig seit 3 Jahren, auch aufgrund dieser Geschichte. Ja. Und ich habe vorher gehabt, dass ich mich an manchen Tagen nicht erinnern konnte, ob ich gearbeitet hatte oder nicht. Wusste ich nicht mehr. Du bist erwerbsunfähig, ja. Du hast keine Freunde. Ich stelle mir dein Leben sehr einsam vor und zurückgezogen. Ja. Ja. Bist du wegen dieser Geschichte, wegen dieser doch sehr dramatischen seelischen Störung, wenn ich das so sagen darf, in psychologisch oder psychiatrischer Behandlung? Ja, also es hat zunächst mal sehr lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der sich mit dem Krankheitsbild auskennt. Das war nicht so ganz einfach. Ich weiß, das ist umstritten als Krankheitsbild auch. Und ja, daher ich bin dann oft an Leute dran geraten, die haben dann gesagt, na gut, da kam ich mir einfach vor wie ein Versuchskaninchen. Ich fand ja. das alle ganz spannend und ganz toll, aber es hat mir nichts wirklich genutzt. Aber jetzt bist du bei jemandem, wo es funktioniert. Ja, wo es funktioniert. Das Problem ist, dass die Krankenkasse halt, nicht so bereitwillig Stunden finanziert, wie sie eigentlich nötig wären. Hast du eine Ahnung, woher das kommt, was die Ursache ist? Die Ursache sind 22 Jahre sexueller Missbrauch inklusive einiger Vergewaltigungen. So halt. Extreme 22 Gewalt. Jahre? Mhm. Du bist jetzt 32. Mhm. Von wann bis wann gab es diesen sexuellen Missbrauch? Mein Vater hat angefangen, da war ich ein knappes Jahr, also um ein Jahr alt. Und aufgehört hat es, als ich 22 war. Hast du so lange bei deinen Eltern gelebt? Nee, das war, mein Vater hat mich missbraucht vom ungefähr 1. bis zum 17. Lebensjahr, da ist er gestorben. Mhm. Dann hat es einen sexuellen Missbrauch gegeben mit einem, in Anführungszeichen, guten Freund der Familie vom 6. bis zum 22. Lebensjahr. Zwischendurch hat es eine Mehrfachvergewaltigung gegeben von mehreren Kunden aus der elterlichen Gastwirtschaft, die wir hatten. Mein Gott, Petra. Und
Dann hat es nochmal eine Vergewaltigung gegeben aus einer Selbsthilfegruppe, die ich besuchen musste, um in eine entsprechende Suchtklinik zu kommen, weil ich auch noch tablettenabhängig geworden bin. Also ich höre schon, dass da seelisch... Ja, ich könnte jetzt noch ein paar Sachen mehr aufziehen, aber es würde wahrscheinlich im Rahmen sprengen. Dramen passiert sind und dass deine Seele völlig verletzt und zerrüttet und zerklüftet ist. Ja. Und dass dann solche bizarren Sachen entstehen, kann man sich ja vielleicht dann auch als Laie vorstellen. Ja, das war halt, ich habe mich auch immer gefragt, wie kriegt man sowas, wieso kriege ich sowas, warum so halt, was man sich dann halt fragt. Und man hat das immer halt gesagt, ja, das war für mich halt eine Form, um überleben zu können. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das Ganze man rettet sich dann quasi in andere Gestalten. Ja, genau, wenn die eine Persönlichkeit das nicht mehr aushalten konnte, hat sich eine neue gebildet. Das ist einleuchtend, ja. Ja. Das gibt doch, ich weiß auch, dass es eine 5-Jährige gibt, die so abgestumpft ist, die sagt, wenn ihr wollt, wenn ihr mir wehtun wollt, macht doch, ihr könnt mir nicht wehtun. Mhm. Und die ist 5, diese Persönlichkeit. Also Petra, dann wünsche ich dir mit dieser Therapie oder mit dem Psychologen, mit dem du da jetzt in Kontakt bist, wirklich alles Gute. Danke dir. Das Ziel wäre ja, dass du wieder eine Person wirst, ne? Das nächste Ziel für mich ist es, ein bisschen mehr Kontrolle darüber zu kriegen und vielleicht mit der einen oder anderen Persönlichkeit einfach in Kontakt kommen zu können. Verstehe, um auch einen Einfluss, eine Macht zu gewinnen über alles. Ja, um diese Ohnmacht zu verlieren und auch ein bisschen diese Angst zu verlieren vor diesen Filmrissen, dass man vielleicht mal steuern kann, was jetzt passiert und nicht immer in dieses Bodenlose fällt. Möchtest du vielleicht mit meinem Psychologen auch noch mal ein paar Worte reden jetzt? Sehr gerne. Gut, das ist der Johannes und Johannes ruft dich gleich an. Mhm. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Tschüss, Petra. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit René. Und René ist 22 Jahre alt. Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Hallo, um was geht's? Hallo, und zwar geht es bei mir um die deutsche Grand Prix-Vorausscheidung. Schön, darüber möchte ich auch gerne jetzt reden. Ja, genau, deswegen habe ich mir auch gedacht, ich werde mit dir darüber reden. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zu deinem Bundesverdienstkreuz nachträglich. Danke schön. Schon ein bisschen länger her. Aber ja, ich danke dir sehr herzlich. Aber lass uns über den Grand Prix reden. Ja, so, genau. Grundeindruck, wie fandest du es? Ich fand es grundsätzlich sehr gut. Es gab natürlich auch einige Lieder, die ich sehr schlecht fand, muss ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel Love Crash. Ja. Oder Freistil oder dieser Junge mit der Gitarre, der FAZ-Kandidat. Ja, den fand ich äußerst albern, den Junge mit der Gitarre, der so auf Friedensengel da, machte. Da, wo die Sonne scheint, oder wie das Lied hieß. Aber ich muss sofort protestieren. Ja. Die einzige Gruppe, die ich gut fand, wirklich mit großem Abstand, war Freistil. Fandest du gut? Ja, fand ich gut. Toller Sänger, tolle Performance, guten Text. Mhm. Ja, fand ich... Gut, sind wir anderer Meinung. Mhm. Was ich jetzt speziell gut fand, war Beatbetrieb, die ja auch auf dem zweiten Platz gelandet sind. So, die hatten auch einen guten Text und für mich auch eine gute Melodie. Und ich glaube, in der etwas politisch ernsten Zeit, in der wir leben, passt so ein Text eigentlich gut hinein, aber vielleicht auch nicht unbedingt zum Grand Prix, obwohl es da ja auch schon ernste Texte gegeben hat. Ja, gab es auch schon. Aber die Leute wollen einfach diesen Billig-Plastik-Scheiß, sage ich jetzt mal. Aber wie fandest du denn Lou? Ich fand es furchtbar. Ich fand es völlig banal. Ich verstehe es nicht. Ich möchte auch nicht, dass dieses Lied unser Land repräsentiert. Warum? Weil ich es langweilig und... Ist die Musik nicht gut? Oder? Nee, ich find's wirklich viel zu simpel. Viel zu einfach und einfallslos und Plastik halt. Ja, ich fand's gut. Ich fand's recht gut. Es ist so ein gute Laune-Titel. Gefällt mir recht gut. Ja. Zu der Performance kann ich selber nichts sagen, weil ich blind bin. Ach so. Na gut, aber du hast es dann umso besser gehört. Aber sonst fand ich es recht gut. Ja? Sagen. Na gut, sind wir verschiedene Auffassungen, ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, dass wir uns mit der Gerzo, dass Deutschland sich mit der Gerzo mehr blamiert hätte, würde ich jetzt behaupten. Mit wem? Mit der Gerzo. Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also das fand ich auch sehr, sehr grottig. Und das ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Ich glaube, dass... Er ist kein Sänger und... ich fand es auch, also das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Es ist zwar lustig und komisch, aber... Ich fand es auch nicht komisch. Also okay, aber lustig vielleicht manchmal so gerade jetzt der Steuersong fand ich vielleicht noch lustig, aber als Sänger, nein, danke. Also ich komme ja aus Österreich, aus Vorarlberg, also ganz im Westen von Österreich, nicht aus Deutschland. Ja.
Und ich glaube, dass sie froh sein können, dass das nicht Gerd so gewonnen hat, also dass Deutschland froh sein kann. Ja, ich bin, Deutschland ist froh, ich bin auch froh, ja. Aber ich bin nicht froh über Lou. Du findest Lou wiederum gut. Ja, ich finde Die meisten Leute ja auch. Sie hat ihn immerhin gewonnen, das muss man ja auch dann respektieren. Ja. Ich finde den Titel gut, weil er macht einfach gute Laune. Und ja. Aber es gewinnt schon wieder Ralf Zwickel, der letztes Jahr wieder mal nicht mitmachen Aber wollte. Er wird nicht gewinnen beim Grand Prix. Ich sage es hundertprozentig voraus. Glaubst du, dass wieder so ein schlechtes Ergebnis geben wird wie letztes Jahr? Ich habe fast die Vermutung. Aber ich bin jetzt auch vorbelastet, weil ich das Stück nicht mag. Ja. René, ich danke dir sehr für deine Meinungsäußerung. Ja, bitte, gerne. Schöne Grüße nach Österreich. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Und ich werde dich weitergucken. Ciao. Das ist gut so, tschüss. Jetzt kommt Werner, 38. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo. So. Hallo. Ja, mein Thema ist auch der Grand Prix. Ah, und? Ja, also was ich zum Beispiel verdammt gut fand, ist, dass Elmar Brandt mit seiner Gertschow bis in die ersten drei gekommen ist und dann doch abgewatscht wurde. So, du wolltest ihn auch nicht auf Nummer 1 haben? Nee, um Gottes Willen, das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Obwohl, also, man muss ja wirklich sagen, die Weltwette kann drei neue Irrenhäuser aufmachen. Also, das erste Weißes Haus in Washington, das zweite Downing Street 10 in London und als drittes Deutschland wird überdacht. Also bei aller Kritik an diesem Stück und der Performance, es ist ja schon eingängig gewesen, ne? Dass man konnte direkt so mitwippen und mitsingen. Das muss man sagen. Ich finde jetzt überhaupt nicht, dass es eingängig war. Ich fand es einfach nur noch grottenschlecht und scheiße. Na gut, wie fandst du denn nun die Siegerin? Die Lou, naja, sagen wir mal so, zufriedenstellend, ja, aber auch eben mit einem Zähneknirschen. Mhm. Also ich habe eine ganz klare Favoritin gehabt und es war die Sennheit. Ja, die Schöne. Die Äthiopierin, ja. Ja, die unglaublich schön war. Ja, gut. Mein aber Gott, was für ein Schön. Jetzt deinem persönlichen Geschmack vielleicht, also in der Hinsicht muss ich jetzt ein bisschen kürzer treten. Also ich meine, gut, mit Frauen habe ich es nicht so. Ja, ist egal. Auch wenn man es mit Frauen nicht hat, kann man ja. Aber das hat damit auch nichts zu tun, aber sie hat eine verdammt geile Stimme, muss man sagen. Ja. Und ich fand ihren Auftritt und ihre Performance wirklich ganz gut, auch wenn sie stellenweise den Eindruck erweckt hat, dass sie den Text vergessen hat. Ja, den Eindruck hatte ich nicht, muss ich sagen. Teilweise schon, aber ansonsten muss ich sagen, von all dem, was ich gesehen habe, war das mit Abstand das Beste. Vielleicht war dieses Lied aber auch wiederum zu anspruchsvoll für den Grand Prix. Offensichtlich wollen die Leute so ein Spaßlied, so wie von Lou eben. Ja, mit Sicherheit wollen sie das, aber ob das auf die Dauer das Richtige ist, ich habe zum Beispiel letztes Jahr nicht verstanden, warum Lettland gewonnen hat. Also gut, auch nur aufgrund der Performance, aber das Lied war sowas von dünn und sowas von beschissen und da hätte ich lieber Malta gesehen. Aber ich muss ja sagen, dass ich mich heute sehr durch die Zeit gequält habe bei dieser Sendung. Ich fand es im Großen und Ganzen so langweilig, so zum Einschlafen das Ganze. Ja, sicherlich. Ich meine, das Ganze ist auch nur noch auf Show getrimmt und sonst nichts anderes. Ich meine, Inhalte interessieren grundsätzlich nicht mehr. Und ich verstehe nicht, die großen Plattenfirmen schicken doch diese Sänger dahin. Dass es denen nicht gelingt, da wirklich gute Leute hinzuholen, vielleicht auch schon prominentere Sänger, damit das wirklich auch ein Niveau hat, damit es eine Spannung hat und nicht solche No-Names, die man vielleicht nie wieder sieht irgendwann. Ja, ich meine, gut, die großen Sänger, die haben natürlich Angst davor, sich zu blamieren. Zu schade, sehen. Ja, schade, schade. Und das ist eigentlich wirklich ein Knackpunkt, das ist wirklich schade, dass das überhaupt so ist. Wenn man sich vorstellt, dass da mal Udo Jürgens war, dass da Vicky Leandros war, Katja Epstein, Joy Fleming, ne, das sind da richtige große Namen. Und jetzt gut, nur so aber stellenweise sind viele davon auch durch den Grand Prix groß geworden, das darfst du auch nicht vergessen. Naja, ja, stimmt. Ich meine, Katja Epstein zum Beispiel, die kannte vorher niemand. Na. Also das ist ja noch gut meine Zeit. Ich glaube, dass Katja Epstein auch vorher schon sehr berühmt war in Deutschland. Nee, also erst berühmt geworden ist und mit Wunder gibt es immer wieder. Na gut, da will ich jetzt nicht streiten. Das weiß ich nicht mehr so genau. Gut, also du hattest deinen Favoriten. Das war die schöne Frau aus Eritrea, ne? Glaube ich. Ja, genau. Die hat leider nicht gewonnen. Wollen wir mal gucken, was dann beim Grand Prix rauskommt. Ja. Werner, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Okay. Tschüss. Und Daniel, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Daniel. Ja, erstmal wollte ich dir mal ein großes Lob machen für deine komplette Sendung. Ich finde echt klasse, ich gucke dir jeden Abend mit meinem Bruder zusammen. Dankeschön. Das mal amüsieren wir uns. Hi Domian. Hi. Er sitzt neben mir. Grüße dich. Ich habe heute Abend erst Fußball gehabt und habe dann auch den Grand Prix geguckt. Ja? Achso, ist auch dein Thema, Grand Prix. Ja, richtig, mein Thema ist jetzt auch. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst und wie du es gefunden hast und dein Bruder auch.
Also ich bin eigentlich Fan vom Grand Prix. Ich habe den letzten, sag mal, 5 Jahre, also mit 16, da bin ich angefangen. Gildo Horn war 98. Ja. Und ich sag mal, also Gildo Horn, muss ich ehrlich sagen, auch wenn der schräg war, das war eine Persönlichkeit. Der absolut. Der hatte eine Komik, hatte ja, der. Finde ich auch. Der konnte sich sehr gut verkaufen. Ja. Was da jetzt dieses Jahr war, das war alles irgendwie ziemlich billig. Also ich sag mal, ich hatte die Johannes B. Kerner Show gesehen. Ja. Die war vor dem Grand Prix, ich meine 2 Tage davor oder einen Tag davor. Habe ich auch gesehen, da war ja Gildo Horn auch, ne? Ja, da war Gildo Horn genau. Da, dann war da diese Seenight und genau. Ralf Siegel war genau. Da und da hatte der Ralf Siegel ja erzählt von seinem Piepen im Ohr. Mhm. Und ich glaube, als er das Lied aufgenommen hatte, hatte der auch eine Menge Piepen im Ohr. Also ich weiß nicht, das ist wie so, ich glaube, also dieses Lied kann ich, glaube ich, auf meinem ganz normalen Computer nachmachen. Also ist absolut billig. Also Ralf Siegel hat ja eine große Verdienste im und am deutschen Schlager. Aber er sollte aufhören. Er sollte aufhören. Ja, sicher. Ne? Und zum Beispiel jetzt noch zum letzten Jahr, also diese Corinna Main, die konnte im Gegensatz zu der jetzt wenigstens singen, auch wenn sie blind war, die konnte aber singen. Ja, singen konnte sie wirklich, ja. Obwohl mir das Lied auch überhaupt nicht gefallen hat, vorher. Mir hat es nicht gefallen. Ja, es ging. Also unbedingt jetzt der Hit war es auch nicht. Also, die Lou, findest du, ist für dich auch nichts? Nee, gar nicht. Gab es denn annähernd irgendjemanden, wo du sagtest, ja, würde ich mir anhören, ist interessant, ist so meine Richtung? Ach, nee, eigentlich nicht. Also ich bin großer Fan von Herbert Grönemeyer. Ja. Und ich habe, wie gesagt, ich habe alle Alben von dem. Ja. Und also ich wäre wirklich mal dafür, dass da mal bekannte deutsche Musiker an diesem Grand Prix teilnehmen. Wie spektakulär, wenn Herbert Grönemeyer zum Beispiel daran teilnehmen würde. Ja, ich sag mal. Ja, wie spektakulär. Macht dann Grönemeyer mit einem West von Hagen, Lindenberg, einem Nena oder so. Sie haben viele gute Interpreten, die international nicht unbedingt anerkannt sind. Zum Beispiel in England hört man den Grönemeyer nicht, obwohl er ja auch 2 englische CDs rausgebracht hat. Ja, es ist eher ein deutschsprachiges Phänomen, stimmt, ja. Ja, richtig, aber das wäre doch mal auch eine Möglichkeit, die deutsche Musik weiterzubringen. Mhm. Wir schicken da jetzt so eine Lou hin, die wird am Ende, was weiß ich, zwischen Platz 10 und 15 landen. Ja. Und ich tippe 16. Ja, ich auch. Also, sag mal, du hab ich aber gerade gesagt, dass ich eine Gruppe wirklich gut fand. Das war Freistil. Wie fandst du die? Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Das war Höre meine Lieder oder so. Also ich bin da eher der Meinung von diesem Werner, der gerade mit dir gesprochen hat, von dieser Seenheit. Die war auch bei diesem Kerner sehr intelligent, kam mir die rüber. Ja. Und ich finde, dieses Jahr hätte man zum Beispiel beim Grand Prix ein Lied über Frieden machen können. Was ist denn im Moment los in der Welt? Man hätte doch nicht mehr... Haben wir doch gehabt, der Junge mit der Gitarre hat doch über den Frieden gesungen. Ach, das ist der Junge mit der Zahnlücke, mit der Gitarre. Ich fand ganz spektakulär, am Schluss sagt er, ich wünsche uns allen Frieden ohne Krieg. Hast du es gehört? Frieden ohne Krieg, ja. Ja, hat er gesagt. Ja, ja, also, nee, habe ich nicht drauf geachtet. Ja, hat er gesagt zum Schluss. Wirklich, und vor allem, also der Moderator heute auch wieder, also das auch, beim Grand Prix, wie kann man so einen Vogel hinstellen? Ich glaube, dass Harpe Kerkeling das auch schon mal moderiert hat, ne, vor Jahren. Boah, das weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das mal wieder verdammt gut dann war. Also ich könnte mir da vorstellen, dass da so ein Jürgen von der Lippe sich da mal hinstellt. Sehr gut, also. Jürgen von der Lippe wird das auch toll machen. Da ein bisschen Spaß reinnehmen mit bekannten Interpreten, die Einschaltquoten würden hochgehen und ganz Deutschland würde gucken und würde da mitfiebern. Ist keiner mehr. Ja. Ist dein Bruder auch deiner Meinung? So ungefähr? Mein Bruder ist ein ganz anderes Thema. Der hört mehr so Korn. Ich kann dir den mal geben. Ja, gib mir mal ganz schnell. Tschüss, Daniel. Hallo? Hi, wer bist du? Ich bin Simon, der Bruder von Daniel. Simon, ja. Du hast das auch gesehen heute Abend. Ich habe das gesehen. Das ist so an mir vorbeigeschwebt. Wir saßen im Kino in Aarhus. Wir wollten eigentlich in den Film gehen, aber der lief nicht. Und dann haben wir das so auf so einer riesen Leinwand da so halb verfolgt. Und das ist überhaupt nicht dein Fall, diese Art von Musik? Absolut. Das ist ein reiner Kommerz ist das. Ja, was ist denn was magst du denn gerne hören? Das hätte beim Grand Prix, glaube ich, gar keine Chance. Da würden die ganzen alten Omassen, die da vor dem Fernseher sitzen, ist mal an Herzversagen sterben. Oder? Na, sag mal. Ich höre mehr so Korn oder Rage Against the Machine, Nirvana so. Und so. Na gut, das ist ja was ganz anderes. So richtige Musik. Richtige Musik und nicht sowas wie da. Kommerz-Pop. Nicht so Popcorn-Zeug da. Wo der Moderator schon wieder anfing, ja, jetzt könnt ihr auch alle die ganzen Grand Prix-Hits auf CD kaufen. Wie kauft man den? Ja. Das ist doch grausam. Also, dein Fall ist es überhaupt nicht. Auch noch eine kurze Einschätzung von Simon. Danke dir herzlich und bleibt ihr beiden uns treu. Auf jeden Fall. Tschüss. Wir amüsieren uns hier prächtig, wenn du da mit diesen komischen Leuten, die da immer anrufen, redest. Naja, komische Leute sind es nicht. Aber es sind oftmals Themen, die einem halt fremd sind. Ja, also manchmal glaube ich echt, wo leben wir denn hier, wenn man so hört, was bei dir los ist, wer da anruft. Also macht man sich doch schon mal Gedanken. Simon, schöne Grüße nochmal an Daniel und macht's gut. Der will dir noch irgendwas sagen. Moment, ja. Sekunde.
Hallo? Daniel, was denn noch? Ja, also da waren die Leute in der Redaktion auch noch ein Riesenkompliment, super nett. Die haben mich gefragt, ob ich alles höre und sowas. Also ich glaube, das ist bei dir alles super durchorganisiert. Wirklich Wahnsinn, großes, großes Kompliment. Dankeschön. Mach am besten immer so weiter. Sehr nett von dir. Also, danke, Daniel. Tschüss. Ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Jo, tschüss. Thorsten, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Ja, Thorsten. Und was geht's bei dir? Oh, mein Thema ist heute Nachtmensch. Ich bin also ein Mensch, der eigentlich nachts lebt, weil ja ich nachts nicht schlafen kann. Dann haben wir viel gemeinsam miteinander. Ja. Also jetzt hier treffen sich ja alle Nachtgestalten hier bei uns in der Sendung. Warum bist du Nachtmensch? Warum kannst du nicht nachts schlafen? Ich weiß es nicht. Bei mir war es schon immer so, dass ich nachts eigentlich nie geschlafen habe, weil ich eigentlich nicht schlafen konnte. Erst wenn der Morgen so graut, fängt bei mir die Zeit an, wo ich schlafen kann. Ja, wann gehst du ins Bett ungefähr? Ja, 5, 6. So spät erst? So ja, spät. Oder meistens dann auch erst abends nach dem Dienst, irgendwann 4. Was machst du vom Beruf? Momentan bin ich Soldat. Und da muss man doch unter Umständen dann sehr fit sein morgens. Und wenn du die ganze Nacht auf bist, dann wie kriegst du das auf die Reihe? Kaffee, Kaffee und noch mehr Kaffee. Ja, eine Weile geht das mal, aber irgendwann kippt man da um und klappt zusammen, oder? Ja, zusammengeklappt bin ich, ja, bis jetzt eigentlich eher seelisch, weil ich dann anfallenden Stress und so weiter nicht mehr verarbeiten kann. Ja, das ist das so, ja. Wie und seit wann geht das bei dir in dieser Art? Auch in dieser Art, also dass ich nachts nicht schlafen kann, das geht bei mir eigentlich jetzt schon seit 16 oder 17 Jahren so. Ach, also du warst Kind schon, als Kind bist du da so reingewachsen, ein Jugendlicher. Ja. Ja, wie kommt das? Hast du eine Idee, eine Ahnung? Keine Ahnung. Also meine innere Uhr lief eigentlich schon als Baby verkehrt. Mhm. Ich bin also eher nachtwach gewesen als tagsüber. Ich glaube ja auch, dass das ganz individuell ist. Dass jeder so von Geburt an so seine Programmierung mitkriegt. Der eine wird um 10 abends müde und für den ist es unvorstellbar, lange aufzubleiben. Und der andere im Extrem ist so wie du. Ja, und das Ganze führt dann eben zu Problemen, dass wenn man morgens müde ist, man kann irgendwann nachher den ganzen Stress nicht mehr verkraften. Ja, 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 ja. Dann kommen nur noch Probleme auf einen zu und irgendwann bricht man dann seelisch zusammen. Ja, wenn du also nicht zur Arbeit musst oder keinen Dienst hast, wie lange schläfst du denn dann? Von morgens 6 bis? Dann schlafe ich meistens von morgens 8 bis 8 erst. 3 nachmittags. Ja, gut, aber das kann man eben nicht in einem normalen Leben, in einem normalen Lebensprozess. Nö, nee, in den meisten Fällen ist es dann so, dass ich ja, 4:30, 5, wenn ich dann gerade vom Dienst wiederkomme, mich ins Bett haue und dann noch versuche, etwas zu schlafen. Ja. Weil ich weiß, dass ich, wenn je näher die Nacht rückt, umso weniger kann ich schlafen. Ja. Wie ist das so, 22 Jahre alt? Hast du eine Freundin zurzeit? Nein. Hattest du schon mal eine Freundin? Nee. Kann das daran auch liegen, dass du irgendwie da, dass die Zeiten einfach nicht passen? Das kann gut und gerne daran liegen. Wie ist es so mit Freunden? Ist es da nicht auch schwierig? Ja, das ist schwierig. Also wirklich Freunde habe ich eigentlich nicht. Mhm. Das ist eher so, dass ich, naja, man kennt den einen oder anderen aus dem Internet, aber dann hört es auch schon eigentlich auf. Ja. Fühlst du dich einsam? Teilweise ja. Ja. Ich glaube wiederum, dass das nun auch wieder nicht nur mit diesem Lebensrhythmus zusammenhängt. Hast du eine Idee, dass es da noch andere Gründe gibt? Da gibt es auch noch andere Gründe. Wenn bei mir Probleme aufgetreten sind, habe ich mich, ja, eigentlich seitdem ich Kind bin, immer in irgendwelche Computerspiele geflüchtet. Mhm. Was heute leider auch noch so ist. Mhm. Ab in die irreale Welt, ja. Und dann. Das ist immer schlimmer geworden, hat sich verselbstständigt und ist fast eine Art Sucht geworden. Ja, sagen wir es mal so, ich kann mir ein Leben ohne Computer schon fast nicht mehr vorstellen. Ja, aber ein Leben ohne Menschen dann schon eher. Ein Leben ohne Menschen ja schon eher. Mhm. Klingt nicht gut, ne? Nee. Klingt auch so, als müsstest du irgendwie eine Notbremse ziehen, damit du nicht völlig dich einkapselst und vereinsamst. Deswegen frage ich ja, weil irgendwo bin ich ja auf der Suche nach einer Lösung für das Problem. Ja. Es ist natürlich sehr misslich, dass genau in diesem Moment, wo du sagst, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, setzt meine Musik ein, die signalisiert, dass die Sendung gleich vorbei ist. Das heißt, wir beide haben jetzt hier auf dem Sender nicht die Möglichkeit, darüber eingehend zu reden und das zu erörtern. Aber du legst bitte auf und wir, das heißt mein Psychologe, ruft dich gleich wieder an und dann habt ihr Zeit zu reden. In Ordnung. Ist das in Ordnung? Ja. Gut, Thorsten. Alles Gute von Herzen. Dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Markus Hennig, Roland Lohr, Michael Jansen, Pamela Koppay, Christian Part, Heinrich Stanzig und Elke Büchter.
Und ich sage euch unsere Themen noch von nächster Woche. Nächste Woche heißt das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das habe ich verloren. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema XY ungelöst. Ich wünsche euch, und wir sind nächste Woche übrigens die ganze Woche wieder im Radio und im Fernsehen, jeweils 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, so auch Montag. Und da sind wir hier mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute Zeit, eine gute Nacht und freue mich dann auf Montagnacht. Bis dahin, tschüss.